Das Abenteuer ruft. Quatsch. Traum. So. Was war das denn gerade für ein Kindergedicht? Quietsch, Quatsch, Traumgenatsch? Traum, das kennst du nicht? Wie heißt es hier? Das Spiel. Jetzt fällt mir Pflaum. Jetzt fällt mir der scheiß Name. Pflaumjagd ab 18. Mit so einer lila Knete. Weiß ich nicht. Play-Doh? Mann, ja, Mann, wie hieß denn das Spiel? Ach, so ein Trauben zerquetschen. Spiel, ja. Da kann ich mich dunkel sein. Ist das nicht Traubenmatsch? Ist das. Nee, jetzt hab ich was gehört. Fick, das ist ja der Typ aus dem Vorspann, ne? Ja, einer von Salvos Männern. Genau. Aber frag ihn mal, hat er was zu sagen? Wo ist die Dunkelheit? Hallo. Verschluckte sich spurlos. Oh, aber halt, stopp, es gab ja noch so einen Verschlag da drin, ja, wo die Leute sagten, du kannst ja, jetzt ja nicht rein, ne? Wir genau machen gerade Pause. Genau, geh da mal vielleicht hin. Ist da jetzt Mord und Totschlag. Und Verschlag. Die Flaube, das ist toll, das wollen wir jetzt spielen. Yep. So. Ich kenne nur noch, du rollst die Spaghetti a tutti paletti, dann macht dir ein Fleischlüsschen alles kaputt. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie dieses Spiel hieß, aber irgendwas, mit, wo man Spaghetti aufrollen musste. Matsch die Flaube. Der Chat weiß es bestimmt. Oh. Ja, ich hätte ihn. Jetzt kannst du es auch sein, nicht mehr vorsichtig sein. Ja, hast du recht. Zack. Hätte ich auch einfach liegen lassen können, die allen. Na komm, ich schmeiße mir trotzdem. Ich schmeiß mir einen rein. Und nicht das Kraut, sondern die guten alten, die. Samir. Ach, das hätte ich natürlich auch den Zauber nehmen können. Ja. Egal. Kann mir jemand eigentlich den Spruch umgekehrt wird ein Schuh draus erklären? Hier ist deine neue Musik übrigens. Die ist übrigens ziemlich gut auch. Ja. Oh. Nee, gib's kann ich ja nicht. Aber der Chat kann das bestimmt. Maus down. Und da beißt die Maus keinen Faden ab? Was hat es damit auf sich? Den habe ich noch nie gehört. Echt? Du hast noch nie gehört, da beißt die Maus keinen Faden ab? Da beißt die Maus keinen Faden ab? Den habe ich noch nie gehört. Das der kommt wieder aus seinem komischen. Nee, der ist doch weltbekannt. Das habe ich tatsächlich sogar mal gehört, warum, aber ich habe es wieder vergessen. Das ist eine Dab-Story, Dennis. Ist sie auch. Ich weiß, Herr Lehrer. Mist, das habe ich gerade vergessen. Egal, fürs Melden bekommst du trotzdem eine 1. So Minus. Hab ich mir meine beiden akademischen yes Abschlüsse erschummelt. Ja, genau. Da musst du doch durch. Wo gehst du denn jetzt hin? Ja, hier ist doch die Pforte. Die Pforte. Achso, du wolltest für irgendwas noch Verschlag. Da ist doch dieser Typ, den nehmen wir nicht beim Essen. Der sieht aus wie ein Questgebiet von Fallout übrigens hier. Der ist doch da drin. Ja. Oh, wir sind ganz nicht viele Kinder essen und leben hier seit 10 Jahren. Hier ist eine Questline. Warte, wieso denn? Wie lange macht der denn da? Man, der macht seinen Hauschen gerade, oder? Gegen die Tür, siehst du das? Oh! Was bist du denn jetzt? Ja! Bist du dumm? Nee, du bist smart. Oh, ist das so? Das war es gerade, ich weiß es auf! Das war gerade ein Moment der Aggression. Warum habt ihr es so? Ah, ich stecke in Tür. Hä? Und nun? Warte, ich hoffe, das war es nicht. Wenn jetzt Tarion schreibt, oh Gott, was habt ihr nur getan? Colin, du Idiot. Dann können wir den Spielstand nochmal neu laden. Da rechts ist noch ein Magiekristall und ihr wisst jetzt ja, wie man Dinge in Löcher schießt, sagt Tarion. Was heißt denn da rechts? Kann das noch ein bisschen präzisieren? Ja, komm, guck einfach ein bisschen. Wie soll das machen? Wir haben hier einen Delay von 8 Tagen oder so und dann weißt du auch nicht. Ich glaube, das hat er davor geschrieben, vor dem Meinst August. Ja, ich glaube auch, hier ist nämlich, das hat niemand da ein Loch konstruiert. Von dem Eingang zum Tempel. Okay. Ah, ja. Und da wollen wir sowieso, denk auch dran, den Weevil-Kram schon mal an. Ja, das können wir gleich machen. Guck mal, ist da was auf dem Podest da? Ja, da liegt noch so ein Pflanzkraut. Pflanzkraut. Oder auch nicht. Na? Oder ein Pilz, ich weiß es nicht. Nee, da lag ein Skelett, glaube ich, was wir schon gelootet haben. Ja. Haben wir es schon? Ja. Da geht's nicht, muss drum. Siehst du doch, Alter. Die kleinsten Kanten können nicht hochgeschmauschelt werden. So. Hier rechts, hier ist rechts. Stimmt, ne? Da lag doch oben was drauf. In dem also. Hier, da. Ah, oh, stimmt. Guck. Aber den haben wir dann nie runterbekommen. Ah ja, da müssen ja wir jetzt wieder was. Weil wir nicht getroffen haben. Ja, das kann sein, dass wir das. Aber guck nochmal. Ja, vielleicht haben wir auch einfach nicht getroffen. Ja, das wird sein. Oder musst du vielleicht hinten, aber, hinten an die Wand schießen? Ich probiere einfach mal erstmal einen konventionellen Schuss mit der Magie. Ja? Einverstanden? Ja? Mal probieren. Sehr gut, Colin, hast du gemacht. Toll. Gut. Magiekristall erhalten! Ein neuer Typ Magik. Nice. Magik. It's a kind of Magik. Da. Zauberkiste. Oh, ist ja, der denn. Nö, der wird dauerhaft, ne? Da steht nichts von temporärer Effekt.
nur beim Bossgegner benutzen. Steht ja nirgendwo. Mach ich? Nee, mach es ein Kristall, Alter. Das sind geile Dinger. Und da ist auch kein Punkt drin. Nee, nee, der macht mich einfach nur stärker. Und ja, geil. Geil. Wie Sanos Tol. Ich dreh mich noch ein bisschen langsamer jetzt. Sanos Tol. Ja, aber da kam jetzt keine Meldung. Aber gut, ich fühle mich stärker. Also dein Pad. Jetzt gehen wir Weevil-mäßig ab, ne? Ah ja, ich würde sagen, es ist Weevil-Time. Hast du alles angelegt an Weevil, bevor du jetzt durch das Feuer rennst? Ich bin ja gespannt, ob das wirklich stimmt. Also. Ob wir das überhaupt richtig verstanden ganz haben. Ganz kurz, bevor wir das machen, ich glaube, es war eine sehr dumme Idee, dass du den Typen getötet hast. Der Chat ist nämlich da. Ja, der Chat, der vermutet ja erstmal nur. Ist ja, Tarion ist derjenige, der es weiß. Es gibt ja sowas wie einen Durchschnitt, den man nicht so rausziehen kann. Und einige Leute sind der Meinung, dass wir da jetzt endlich was verpasst haben. Toll. Toll, Colin. Ja gut, dann warten wir es einfach mal ab. Ich meine, was hätte ich denn da geritten? Einfach auf den draufzuschlagen. Ich konnte nicht widerstehen. Ja, gut, weißt du, es nehmen sich Leute in ihrem Tagesablauf Zeit, um sich dieses Let's Play anzugucken. Und du setzt die Scheiße jetzt hier in den Sand. Wir sterben doch jetzt eh. Dann kann ich das ja gleich nochmal. So, was hatten wir in der Weevil? Und jetzt lass mich in Ruhe die Sachen anlegen. Das war die schönste Werbung früher immer, ne? Schatz, kennt ihr die noch? 90er Jahre? CD-ROM, was? CD-Brenner für jeden erschwinglich. An meiner Lieblingswerbung von früher. Nee. Komm ins Bett. Gleich, Schatz. Jetzt komm ins Bett. Also nicht wörtlich, aber sinngemäß. Sei ruhig und lass mich zu Ende brennen. Sie will Sex haben und er sitzt vorm Computer, muss doch ganz dringend zu Ende brennen. Brennen. Und dann sagst du, entweder du kommst jetzt ins Bett oder ich rufe die Polizei. Raubkopieren ist kein Kavaliersdelikt. Ach so, doch, das so. Die kenne ich noch. Ja, mit der Pointe. Kino oder so, mit dem Fan? Ja, kann sein. Aber sei ruhig und lass mich zu Ende brennen. Die haben zu der Zeit richtig krasse Werbung im Kino gemacht. War das nicht auch mit dem Kind so? Wann können wir Papa wieder besuchen? Dein Papa ist jetzt im Gefängnis. Raubkopierer. Ja. Sind, okay, aber das war doch ganz kürzlich. Die war ganz. Ja, kürzlich, als die Version noch lief, ne? Ja. was haben wir denn? Wo sind diese Kack-Weevils-Dinger denn jetzt eigentlich? Ach, das war noch nur hier. Okay, Ring ist angelegt. Armband angelegt. Halskette angelegt. Gab's noch mehr? What? Derbe. Alter! Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir laden den Spielstand neu. Das war nicht weit. Damit der Typ nicht tot ist. Dann können wir nochmal auf die Plattform droppen. Oder du lebst einfach mal mit den Konsequenzen. Mach doch was du willst. Nee, also wie viel Zeit werden wir verlieren? 3 Minuten. Können wir ein Vote machen, Bell? Ja. Ob wir das nochmal neu laden sollen? Neu laden, ja, nein. Weil wir halt... Und Colin spoilert mal kurz. Ja, aber der geht jetzt doch nicht rein. Geh nicht weiter, Colin. Ich bleib doch stehen, bewegt sich irgendjemand hier? Das also Pad niemand. Weg. Na? Was mit Pat? Weglegen. So, okay. Nee, Bell macht das gleich fertig. Ihr braucht noch nicht in Chat Reload reinschreiben. Chit. Dann machen wir gleich hier Ausrufezeichen. Bell denkt sich was aus. KF oder und, Kings. Und anstatt die Zeit zu nutzen, um das jetzt direkt neu zu laden, könntest du könntest ja auf Twitter eine Umfrage machen. Das wie, du hast jetzt wieder was gegen den Vorschlag, überhaupt oder was? Nicht. Nur die Zeit, die wir jetzt mit dem Abwarten verbringen. Verbringst du bei Twitter. Wir haben ja kein Alternativprogramm für die Zuschauer jetzt. Wieso kannst du einen Witz erzählen? Ja, den Witz von Onkel Fritz. Aber natürlich bringt der da hin schon jedes Mal wieder. Ey, Colin, kannst du Witz was sehen? Witz von Onkel Fritz? Nein, es gibt noch einen besseren. Man merkt, aus welchem Jahrhundert du kommst. Ach. Bleib stehen da! Nein, ich kriege jetzt hier die Wände. Du sollst einen Witz erzählen! Ich habe doch schon einen Witz erzählt gerade. Der war aber nicht lustig. Das ist der eine der besten, die es gibt. Und den anderen, den ich kenne mit den Nonnen, der. Und Baby Lerner, den tödlichen Busunfall haben, den kann ich nicht erzählen. Doch, erzähl den mal bitte. Nein, der verliert mir die Sendelizenz. Was ist das denn für ein Witz? Hättet ihr nicht mit dem Nonnen und dem Weihwasserbecken? Was? Nein. Und Petrus, der sagt. Na, was sagt Petrus? Nein, über ihn jetzt nicht. Erzähl ich kann ihm keine Witze erzählen. Komm, Mensch. Erzähl den Witz. Sonst hauen Dennis nicht der Regel. Ich muss erst mal nachdenken, ob ich ihn rekapituliert kriege. Irgendjemand im Chat kennt ihn bestimmt. Und kann ihn jetzt so aufschreiben, ja, dass man ihn vorlesen kann. Also. Gracer sagt, ich mag den Witz von Onkel Fritz. Der ist auch einer der besten. Ja, der ist super. Madden W. sagt Quengeldensel. Ja. Ja, ich will halt, dass du auch jetzt hier, guck mal, da ist der Vote hier. Du sollst mal aufpassen, hier nicht rumstehen. Was ist das denn für ein Vote? Da ist er, Ausrufezeichen KF, ja oder Ausrufezeichen KF, nein. Genau. Internationale und dazwischen eine Freistelle, ne? Ach so. Siehst du, kannst doch Witze. Ich habe ihn nicht verstanden. Hast du dich verbrannt oder was?
Ja. Wo denn das? Ich wollte Brötchen aus dem Backofen holen, kennst du das nicht? Ja, ah, oh, shit. Man verbrannt, hast du aber derbe verbrannt, ja, für ein Brötchen. Also das Brötchen lag auf dem Backblech. Darüber ist der Rost gewesen, wo ich zu faul war, den rauszunehmen. Der Rost. Ich hab reingegriffen, hab dann, mich, wollte das Brötchen rausnehmen. Das war dann so heiß, dass ich Reflexe hatte. Genau, nach oben. Ja, ja, kenn das, ist schlimm. Das gibt aber in 2 Tagen ist das so eine leckere Knusperkruste. Ja, die ist geil, wenn du die dann wegknabberst, ne, Colin? Ja, das ist wunderschön, wenn man sich deinen Pullover anzieht und zieht ihn an, vergisst, dann reißt sich das mit einmal weg. Es sollte erst in 2 Tagen reißen. Ja, genau. Schon, ah, das tut schön. Und dann kannst du aber nochmal Kruste. Dann kommt der neu. Nein, nein, ja, nein, nein. Das ist der Vote, Colin. So funktioniert ein Vote. Die schreiben das jetzt alle in den Dings rein. Ich will jetzt mal zwischenstand. Gib's denen doch eine Sekunde. Bell entscheidet, wann das gedingst wird. Sorry, Bell. Ja? Du hast recht. Dir glaube ich. Lass mal Dennis nochmal. Dennis, wann hast du dich denn das letzte Mal verbrannt? Das ist noch gar nicht so lange her, tatsächlich. Habe ich den Namen hier immer noch? No Name. Danke, Dennis. Was ist denn passiert? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin auch, glaube ich, irgendwann an ein Backblech gekommen. Wie man sich halt beim Backofen verbrennt halt. Also am Backofen auch. Ja. Gut. Ich glaube, es ist tatsächlich hier. Das ist tatsächlich hier noch. Das ist rufen Sie nicht an, wir rufen Sie ihn. Der Vogt geht nicht! Was sagt denn das subjektive Gefühl? Ach Mann! Ja, nein, nein, ja. Komm nein, jetzt, lad neu! Ja, nein, nein. Ja, es sagen ich viele, das Gefühl, ja, viele neu laden, weil du hast halt derbe die Scheiße gebaut einfach. Werbe die Scheiße? Ja. Ja, okay, komm! Aber wie kann man denn hier. Der Vogt geht nicht! Super, gut. Aber danke, Bell, fürs Probieren. So. Okay. Und jetzt hast du gleich einen Quick Save gehabt. Gibt's das überhaupt mit Überspiele alles Speicherstände. Nee, es geht jetzt ganz schnell. Können wir nochmal in Vorspann gucken? Das hätten wir machen können. Na egal. Ja. So, der Boot ist vorbei. Wir laden neu. Die Entscheidung ist gefallen. Jetzt frisch schon die verdampfte Apfelsine. Getelin. Ist das so ein. Ich habe mich auch vor kurzem verbrennt, ja, als ich mein Spiegelbild angepasst habe. Waren da 2 Verschreiber, die den Gag verwässert haben, lieber X-Gracer. X-Gracer? Ja, ich verstehe auch nicht. Er hat sich verbrannt, als er sein Spiegelbild angefasst hat, weil er so heiß ist. Ich glaube, das wollte er sagen. Gesagt hatte er aber. Ach so, er kann nicht schreiben. Und genauso wird es mir gehen. Ja, und da klingelt jetzt schon die Medienanstalt. Ich muss mal kurz, Dennis, kommst du mal? Das ist die Polizei? Ja. Sagt er und geht lachend weg. Ja, Wachtmeister Kolbe hier. Ne? Was ist die? Ja, die 10.000 Pizzalieferungen sind angekommen. Ja, ja. Die haben bei mir gelagert. Ja, wiederholt Pizza bestellt für ihre Nachbarn. Und haben sie nicht im Voraus bezahlt. Warum schreibt einer Miau mit weinendem Smiley in den Chat? Miau? Wäre das ein Katzenpfote? Ne, Bärentatzen, das sind die leckeren Süßigkeiten. Was, ne? Sagt was sagt ein Mexikaner zu einem Griechen? Weiß ich nicht. Sag. Ich weiß es nicht. Achso, das ist noch nicht aufgelöst. Nee. Das ist der Witz. Der Witz, meine Fingerspitzen sind verbrannt, deshalb die Rechtschreibung. Ah, er hat zumindest versucht zu retten. Ja, ja, aber das ist genau deswegen erzähle ich keine Witze, weil das würde genauso. Denzel wird glaub, wegen Pizzaschmuggels festgenommen. Dennis telefoniert gerade und sagt im Hintergrund, dass er gerade live sei, ne? So knallhart sind unsere Arbeitsverträge hier. Sonst ich weiß, die Grafik hat es nicht aufgelöst, glaube ich. Wie? Ich habe es nicht gelesen. Wir hatten gerade einen guten Witz. Was? Jammers! Ey. Was sagt der Mexikaner zum Griechen? Ja, das wissen wir noch nicht. Eine Pizza, nein. Bitte. Was? Das ist der schlechteste Grundschulwitz. Ohne Pointe. Du weißt doch, dass wenn man das in einem griechischen Restaurant gibt es eigentlich kein griechisches Essen. Griechen machen eigentlich immer nur italienisches Essen. Die Italiener machen Döner. Also du meinst, die Griechen machen klassische. Und die, also die Italiener machen klassische machen Bratwurst. Gerichte, wie Souvlaki, Gyros. Ich war immer noch nicht bei dem Griechen, den du mir empfohlen hast. Da müssen wir demnächst mal hingehen. Ich krieg ja schon wieder Hunger, da müssen wir echt mal hin. Das ist der Beste. Wie der hinten da bei Osterstraße? Sollen wir da mal? Nee, nicht, nee, nee, in Ottensen. Also bei nee, Altona. Altona, Ottensen. Das ist direkt in Altona. Der ist so lecker. Können wir sonst mal am Samstag hingehen? Also da kannst du mit deiner Fackel da, kannst du aber lange, nicht lang fackeln und woanders hingehen. Ja, den hast du mir schon mal empfohlen. Ist der Beste.
ja. Ich habe 8-mal dasselbe bisher gegessen. Jetzt halte ich hier den alten Laptop hier. Dennis wieder übernehmen. Das ist nicht alt, der ist Neumann. Alfred E. Oder mit der Roll gewaschen. Was? So. Nicht das, das geht mir voll auf den Keks da draußen. Das Gerede, ne? Ja. Das Glücklichsein und die großen Träume, überall, die da überall kommen. Woanders, ne, heißt es immer, Entschuldigung, wir nehmen hier auf. Könnt ihr mal bitte leise sein? Ich bin dabei. Und hier bei dem besten Let's Play auf diesem Sender. Ah, ja, ist, Zitat Ende. Da wurde gerade Pizza angeliefert, oder? Das ja, und das war, war definitiv kein Italiener. Nee. So. Sind wir immer noch ein Rassenstereotypen hier? Nee. Wollen wir mal Thema wechseln? Das war also, wo war denn das noch? War das nicht, wo Wirt irgendwie für diese, wir müssen reden, Mats was aufgenommen hat und dann dieses Wirt, sprech mal thailändisch und er ist sofort in so ein Stereotyp reingefallen. Sich selber über sich selbst lustig gemacht. So, jetzt leg mal den Scheiß. So, jetzt machen hast du den Stein schon wieder eigentlich? Nein, den machen wir jetzt und danach legen wir das Zeug an und wir haben eigentlich gar keine Zeit verloren. Vielleicht ein bisschen gute Laune ist auf der Strecke geblieben, aber abgesehen davon. So, was machst du denn da schon wieder? Gibst du Bankdaten ein? Ah. Guck mal, wenn Dennis dir nicht sagt, wo du hinschießen sollst, dann triffst du nicht. Ah. Oh, wie gemächlich er da runterplätscht. Aber der ist natürlich, dass er mitfließt, ne? Das ist geil. Da muss ich nämlich nicht extra selber hinlaufen. Komm. Komm. Ich bin zu faul. Komm. Ich gehe zur Seite, um sicher zu gehen, dass er nicht unter meinen. So, den nutzen wir doch direkt. Ich fange auch hier mal eine neue Karte an, direkt. Mit ganzem Herzen bei der Sache. Doch! Ich fühle mich gerade schon wie Grady in Shining. Das ist über beschwert. So. Ja, es hast du Leben gelassen, oder was? Mal jetzt nochmal für alle, die gerade erst zugeschaltet haben. Ist ein großer Moment. Aktion Schlangentempel wird jetzt umgesetzt. Ja. So. Wollen wir wieder was voten? Handgelenk. Kein Geisterarmband, sondern das. Jetzt? Das ist schon echt cool. Aber jetzt könnte ich natürlich trotzdem wieder das andere anlegen. Vielleicht. Und stirbst insta. Das würde mich mal interessieren jetzt, weißt du? Soll ich mal hier wieder ablegen? Weil hier ist noch keine Flamme. Steht der. Obwohl. Ich glaube, da stehen Schlangenkrieger hinter den. Ja. Das ist so ein bisschen Sense Fortress-mäßig. Ach nee, das sind. Neue Musik. Geil. Oh. Oh, so ein Herzschlag, hörst du das? Ja. Da liegen Sachen. Oh, es wird lila. Meine gesamte Geisteskraft wurde mir gerade entzogen. Oh, oh, guck mal, darfst du hier nicht zaubern. Oh, das Auge. Das Auge. Das Auge hatte die Geisteskraft entzogen. Gib's ihm. Jetzt gibt's Augengelee. Und weg. Das ist ja geil. Also und das ist da drüben noch ein Auge. Geh mal von hinten ans Auge. Ob's dann aufgeht, das, meinst du? Ja, damit wir wissen, falls das nächste Mal Augen kommen, ob man. Aber dann probieren wir nochmal. Das machen die. Das hat aber. Guck mal, das Gäste ist auf, ne? Und kann ich noch näher an der Wand entlang? Nee, ne? Schieße mit dem Zauber weg einfach. Wenn es mich nicht sieht, so, weil, guck mal, jetzt, ne? Ob es dann auch nicht aufgeht. Tut es nicht. Also, es hätte mir eine komplette Geister. Oh nein, ich hab den ausgemacht. Wer macht denn hier einen Knopf hin? Das sieht aus wie der Todesparcours. Oh, ist ja auch noch eine Fliege im Raum. Da hinten läuft was. Das ist ein Schlangenkrieger. Das ist echt Sense Fortress, ne? Ich möchte behaupten, Dennis, hier haben sie das her, die Inspiration. Das erinnert mich gerade total an den Anfang. Meinst du, die haben sich von sich selbst inspiriert? Naja, Miyazaki halt von den Leuten, die damals. Ja, die haben auch die Obelisken erfunden und so, ne? Das war nicht albern. Der Spruch, werd mal nicht albern, hab ich schon länger nicht gehört. Aber früher öfter. Komm sofort her, junger Mann. Na, du werd mal nicht albern. Ja. Oh, wer? Wo kam dieser da oben ist doch bestimmt wieder. Ja, ja.
Oh, ah, guck da, da ist er. Oh, Schlangenkacker von oben. Das Problem ist. Sauf, Straven, sehr gut. So. Zauber. Sehr gut. Kannst du nicht rum und in dem von hinten eingeben? Ich mach jetzt mal. Ist doch nicht das erste Mal, dass du Colin Kingsfielden spielst. Kick Punch Block. So, ich will ihn ja. Das ist ja natürlich wieder schön in seine Behausung gezogen. Komm. Mal so. An die Decke. Ja, hat ein bisschen. Ja, Mann. Jetzt in seinen Schlangenkopf. Schredder! Komm nochmal. Ich hab übrigens noch eine viel bessere Stimme für dich, die du dir reinziehen kannst, wenn du dich über sowas lustig machst. Müssen wir die alten Transformers-Cartoons angucken. Doch, klar, für seine geile Stimme wirst du dir bestimmt 180 Folgen Transformers-Cartoons angucken. Ich bin der Leader auf den Decepticons Megatron! Das Beste ist immer noch Titelmusik. Guys, the Decepticons. Starscream! Oh, ja, Megatron. Or that beat the eye. Ja, euer Durchlaucht. Was macht er? Achso, du hast du eine, was ist denn, diesen Unsichtbarkeitsding hast du nicht an, oder? Nee, ich habe Angst, dass hier die Flammen mich dann verhüllen werden. Nee, aber guck mal, wieso sieht er dich denn nicht? Ja, weil er dumm ist. Das ist eine Schlange. Eine Blindschleiche. Also, wieder eine Ebene. Jetzt können wir hier demokratisch entscheiden, links, ob wir rechts oder links gehen wollen. Im Vergnügungspark ist ja die klassische Führung rechts rumgehen. Ne? Da geht die Masse. Das heißt, wenn man früh in einem Vergnügungspark ist und sagt, ich will nicht mit der Masse die Achterbahn ansteuern, sondern als Erster in die erste Reihe, geht man besser links rum. Ja, dann verpasst du aber die Kaffeetassen. Das stimmt. Aber also ist gleich bei Flug der Dämonen. Ach komm, wir gehen rechts rum. Ja, Flug der Dämonen bin ich jetzt auch noch gefahren. Ist doch nicht mehr so, nicht so übel, wie ich es in Erinnerung hatte. Siehste? Die macht nämlich Spaß. Ja. Ein schöner ein kleiner Hypercoaster. Ja. Es ist schon in Ordnung. Wow, oh, der Laser. Ein mutiger. Jetzt doch nicht. Ja, was war da rechts? Ja, Blenkung. Oh, eine Illusion. Oh. Oh, ich bin so zufrieden. Was für eine Waffe? Schwert. Was für ein Schwert hast du denn jetzt überhaupt angelegt? Das ist jetzt immer noch das Windschwert. Okay. Das mit der supergeilen Stamina-Regeneration. Du bist jetzt rechts. Ah, du machst noch die Karte, ne? Ich war gerade. Oh, Auge! Da ist schon wieder so ein Kackauge. Ja. Ganz genau. Und die ziehen dir sofort die komplette Geistesenergie weg. Ja, wieso hattest du wieder welche? Die war doch schon leer, oder? Nee, ich also im Grunde ist es ja, wenn sie einmal gestrikt haben, egal, ne? Ja, aber ich habe damit den einen Flammenguru. Ich habe ja einen. Ach, hast du wieder einen gefressen? Ja, weil ich den Pfeilmenschen. Ach so, okay, das. Okay. Oh, schön. Danke, dass er gerade. Sagt sie. Oh, von hinten, Achtung! Schnell, du wirst gegankt. Oh. Okay, und okay, nochmal okay. Schnell. Nein, jetzt ganz langsam. Ich muss erstmal ein Kraut einwerfen. Ja, okay. Ich kann nicht. Die ist ja leider nicht Colin mit schnell. Im Kopf, das ist ganz gut. Die Leute wollen auch den Codehammer gerne nochmal in Aktion sehen, ne? Das können wir mal bei Gelegenheit. Oh, hinter dir ist doch einer. Ich kann doch nichts machen. Ja, jetzt kriegst du doppelt. Auch noch von vorne und hinten gefistet. Oh, schön, schönen Kräutersaft. Oh, oh, da hat er geblockt. Oh, weg da. Schnell. Und. Wie er die Kurve gerade noch so kriegt. Alter, diese ganzen Insekten hier im Raum, merkt ihr das gerade? Doch, klar. Da ist er. Ja, jetzt da. Tut, jetzt ja, geht komm, er. Ja, komm, Drop Attack. Nee, ich glaube, ich beim Droppen, ich sterbe schon beim halben Meter selber. Ja, ist vorher was. Ich meine, du brauchst, ne? Ja, ich bin halt geizig. Ist ja normal, ne? Weißt du, was wir machen? Nee. Ich werde gleich mal das Schwert wechseln. Das ist ja der. Du sollst den Codehammer endlich nehmen. Codehammer? Okay, ja. Einmal für dich jetzt den Codehammer. The time is come for the Codehammer. Gut, aber ihr werdet sehen, dass es kein guter Plan ist. Weil der Codehammer ganz langsam eine Stamina-Regeneration hat. Ach, der ist gerade beim Schmied, den können wir gar nicht benutzen. Oh, scheiße. Ah. Dann scheiß drauf. So, du frecher Prängel, Bengel. So. Schnell weg. Bist du da rechts, links rausgekommen? Ja, ich bin rechts hergekommen. Rechts. Ja. Oh. Und Timing. Oh, es kommt. Oh. Das hat er. Das da hat dich der Schlangenmann verarscht, Colin. Du. Ich schenke dir meine Haut. Sie wird dir in einsamen Stunden mit deiner Liebsten gute Dienste leisten. So. Jetzt nehme ich das Eisschwert. Das klingt wie so eine neue Kreation von Magnese. Leckerem kakaohaltigen Schokoüberzug. Slug 86 sagt, der Codehammer skaliert mit Stinghelm. Das Eisschwert. Warte mal. Ich finde ihn gut. Wo ist denn das Eisschwert? Das haben wir doch mitgenommen wieder, oder habe ich das? Hast du es auch. Hab ich das abgegeben?
Das habe ich doch mitgenommen. Okay, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Damit wir hier nicht im tödlichen... Da können wir nur so runterkommen. Okay, ich nehme jetzt nochmal hier mein H2O. Geist H2O, oder wie das hieß. Und jetzt müssen wir mal genauestens gucken, bitte. Wieso nimmst du denn jetzt... Weil ich jetzt mich damit heilen möchte. Ah, okay. Na gut. Na, das hast du wenigstens eine Ausrede, aber... Guck dir mal bitte durch. Das, ja, aber wir müssen jetzt nach Augen Ausschau halten. Nach Augen, ja. Okay, die stehen nämlich immer so... Ja, das ist, wenn sie zu spät sieht. Ich denke, das da oben wird auch nur so ein Raum sein wie der hier. Das ist hast du gar Geheimtüren gecheckt, alles? Ja, ne? Ja, aber hier waren so, ich glaube nicht, hier waren so viele. Ja, aber dann mach mal den Heizrang mit und so ein Kram. Du hast ja nicht richtig geguckt, ey. So. Da quietscht der Knopf. Hier könnten überall Augen sein. Das ist auch beim Schmied, das Schwert, was du gerade... Echt? Ich dachte, ich hätte das mitgenommen. Sagt der Chat. Da kam der freche Schlangenbursche her. Oh. Hier sind aber reichlich Sachen. Ich freue mich schon auf den Moment, wo nachher steht magischer Spruch hoch. Oder nicht wörtlich, aber... Nein! Ach gut. Hä? Ich habe doch gerade meine... Wieso ist meine Geistermagie schon wieder weg? Ich habe doch eben die aufgefüllt. Ja, egal. Du hast eh ziemlich viel verbraucht für den Zauber. Da war nur noch ein Drittel höchstens drin. Ja, aber... Also, na. Ja, das ist hier einfach... Ne, die Wege von im Schlangentempel sind unergründlich. Ich habe schon irgendein geiles Item verhindert. Geister, Kraft. Achtung! Sehr gut. Okay, komm rein. Hau ihn. Oh! Der hat aber Quick Draw. Ja, ne? Hör auf den Sound. Ja, ja. Die schießen nicht an Wände. Die sind nicht so dumm wie in Dark Souls. Und rein. Und aufs Maul. Ah, verarscht. Strafen musst du. Ja, man kann ja einfach nicht umstraven. Nicht nee, das stimmt. Du kannst nicht so gut strafen. Ah, oh, jetzt bist du geblaut. Ja, jetzt ist egal. Jetzt bist du, war ja schon nichts mehr zu holen an der blauen Front. Stimmt, das war eh weg. Kann die Augen gerne saugen, wie sie wollen. Das ist ja hat sich gereimt, Colin. Die Augen. Ja, jetzt sind wir oben, wo du den Typen. Genau. Richtig. Aber wieso standen der da noch? Waren das zwei? Man weiß nichts Seite. Genau. Weiß man weiß nichts genau. Ich doch nur auf der einen Seite den weg. Man weiß nichts okay, genau. Okay, jetzt haben wir den einen haben wir gemacht. Aber Moment, halt, stopp. Sind wir nicht rechts reingegangen? Ach, ja. Nee, da war er. Hat ja alles. Ist ja richtig. Da sind wir hergekommen. Ja. Und das heißt, theoretisch Projekt da. Genau, das heißt, die linke Tür wird wahrscheinlich einfach nur eine Spiegelung dessen sein, was wir gerade gemacht haben. Eine Spiegelung deiner tiefsten. Pade sagt, dass das Mana in diesem Gebiet kontinuierlich. Ja, aber nur wegen der Augen, glaube ich, oder? Oder vielleicht auch kontinuierlich? Na, kontinuierlich ist kontinuierlich. Ja. Da hat der Dennis recht. Dennis ist auch so ein Grammatik-Deutsch-Nazi. Nee. Stimmt. Wie so ja, mach du mal Gefängnis, Gefängnisstecherei. Ja. Was ist denn mit denen los, ey? Ja, die sind einfach nicht gut genug für mich. So, es heißt, jetzt geht's rüber zum anderen. Ja. Da. Oh, guck Auge. Da. Ja, es ist auch egal. Okay. Ja, aber ich hatte das Gefühl, er hat gerade irgendeinen Grafikfehler geflackert. Ich muss mal einmal kurz... Oh, das war nur der Sound von Böse. Aber du kannst rechts, wenn du schon mal dabei bist, auch. Aber mach mal mit Pfeil, mal gucken, ob das geht. Du meinst dieses Auge? Ja, mach der Auge aber mit das Pfeil. Das hat ja keinen Sinn. Wieso nicht? Ja, weil wir doch weil die so teuer sind. Ja, genau, wir haben ja keine Geisteskraft. Das wäre jetzt ein Experiment. Es würde natürlich gehen mit dem Auge. Ja, okay, aber du hast recht, stimmt. Ne? Ja, du hast recht. Okay. Einfach so. Auge. Warum kriegt das nicht eigentlich ein HD-Remake? Bis jetzt, das ist die rechte Seite, ja, ne? Bin ich, nee, links. Bin erst rechts. Ja, gegangen. Aber also da, du hast jetzt nach rechts geguckt, da ist eine Tür. Da geht's da hin, okay. Und jetzt gehe ich aber einmal hoch. Ne? Da war eine Tür und die nehme ich nicht. Ich will einmal gucken, ob das da oben, wie du vermutet hast, gespiegelt ist. Da war der Kollege mit dem... Oh, der Spray braucht zwei, das ist das Königsei. Doppel-Ei. Oh, schon der nächste Boss.
Ja, das ist jetzt hier alles nicht maßstabsgetreu, aber das stimmt. Das ist wurscht. Nee, hier, da lag der Spinnenscheißer, den du von unten gemacht hast, ne? Ja, genau. Deswegen war drüben nichts. Ja. Also ist erstmal durch die Tür, bevor du durch die Haupttür gehst, ne? Und jetzt gehe ich aber nochmal durch die eine Tür, die hier seitlich war. Genau. Das sieht aus wie eine Geheimtür, ist aber keine. Das Nudelsieb muss morgen 10 Stunden Zug fahren. Wohin denn? Keine Ahnung, schreibt das Nudelsieb nicht. Muss man eher einen Marathon laufen oder was? War wohl nicht. Okay, zurück auf eure Posten. Ihr faulen Echsen. Es ist 10 Uhr. Alles ist in Ordnung. Oh, da geht, da spielt der Colin mit dem Feuer. Mann, pass auf. Er blockt. Oh, oh, oh. Genatzt. Das stimmt, es ist was. Ich hab Angst. Mann. No risk, no fun. Den hast du erfunden. Ja, gerade. Ist mein Motto. Das ist der Motto, Alter. Der macht dich ganz schön nass. Oh, Double Hit vom Schlangenbuddy. Alter, das war jetzt knapp. Ja. Jetzt trinke ich nochmal schön Kraut. Ja. Kraut. Oh. Sag mal, der ist doch ein bisschen so viel schlauer als seine Freunde. Ja. Da hast du deinen Meister gefunden, Colin. Kraut, wir haben noch 14. Ja, ich muss auch noch. Komm, noch ein. Doppelkraut. Ja, aber du hast nicht mehr genug für... Doppelkraut. Und der zieht jetzt, glaube ich, nochmal was ab. Nudelsieb fährt nach Rostock. Schön, viel Spaß da. Schreibt mal Rostock mit CK? Ja. Ja. Wie Klopstock. Klopstock. Und dafür für diesen Vasenraum. Nun. Ja, gut. Wo sind die Kristalle? Werbung, ne? Oh ja, ist schon wieder soweit. Ja, kurze Werbung, dann geht's weiter. Mit Kingsfield und dem Schlangenparadies. AKA Puff. Ne? Kann ich denn ergeben?